Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spiel der Sportfreunde Bad Ems. Heute empfängt unser Team den Tabellenzweiten, die SG Rheinhöhen-Dahlheim, eine Mannschaft, die dieses Jahr jedes Spiel gewonnen hat. Es sollte ein spannendes Spiel werden mit vielen zeigenswerten Szenen. Die Sportfreunde beginnen heute in folgender Aufstellung. Marlon startet im Tor, die Abwehrreihe davor Cosmin, Kai, Schippi und Mario. Im Mittelfeld beginnen Egor, Cengiz, Nico und Björn und im Angriff Dennis und Micha. Wir starten in die Partie mit dem Anstoß und die erste Möglichkeit hatten die Sportfreunde. Hier Foul an Egor in der dritten Spielminute und der Freistoß kommt von Cosmin vors Tor. Und der Spieler mit der Nummer 18 spielt den Ball zurück zum Keeper und der Schiedsrichter entscheidet hier auf Rückpass. Ich denke, das kann man machen. Aber leider Chance vertan, Cosmin schießt den Ball in die Mauer. Fünfte Spielminute, jetzt hier Nico im Zweikampf und er bekommt einen Tritt ab. Und es gibt den nächsten Freistoß. Wieder ist es Cosmin. Ball segelt hinein, der Verteidiger versucht zu klären, aber Björn ist da und drückt den Ball per Kopf über die Linie. Die frühe Führung für die Sportfreunde gegen den Tabellenzweiten. Das Spiel hatte insgesamt sehr viele Torchancen zu bieten. Jetzt hier die Chance für die Dahlheimer, winkelt da aber etwas zu spitz und Marlon hat keine Probleme. In der gleichen Spielminute jetzt die Chance für die Sportfreunde. Nico spielt hier schön durch auf Dennis, der kann über die linke Seite durchbrechen. Aber hier gleiches Spiel, Winkel etwas zu spitz und der Torhüter ist auf dem Posten. Jetzt Eckball in der 13. Spielminute, wird kurz ausgeführt. Ball kommt dann an den zweiten Pfosten und da hat der Angreifer dann keine Probleme, den Ausgleich per Kopf zu erzielen. Die Gäste jetzt im Vorwärtsgang. Hier toller Pass durch die Schnittstelle und hier am langen Pfosten nochmal der Nachschuss, aber Marlon mit einer Glanzparade. Die darauffolgende Ecke, diesmal andere Variante und Ball kommt aufs Tor und Marlon geht auf Nummer sicher und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Nächste Möglichkeit jetzt hier auf der Gegenseite. Micha bleibt hier im Ballbesitz. Flanke von Mario wird aber zunächst geklärt. Nico erobert den Ball zurück. Ball wieder auf Mario und er fasst sich ein Herz. Aber da fehlten dann doch einige Zentimeter. Nächste kurze Ecke. Mario bringt den Ball lang herein. Und Dennis geht per Kopf hin. Und der Schiedsrichter entscheidet auf Foulspiel. Wir sind jetzt in der 34. Spielminute. Freistoß hier durch das Foul an Micha. Und das ist wie immer eine Aufgabe für Cosmin. Der bringt den Ball hinein und Kai ist vollkommen frei, hat noch das Auge für Dennis und der kann den Ball ins leere Tor schießen. Die erneute Führung für die Sportfreunde in der 35. Spielminute. Die Sportfreunde sind jetzt richtig gut in der Partie. Wieder Dennis als Antreiber über die linke Seite. Keeper kommt hier raus, aber der Schuss aus spitzem Winkel geht ein wenig neben das Tor. Lange sollte die Führung aber dennoch dann nicht halten. Angriff jetzt hier der SG Rheinhöhen-Dahlheim. Ball kommt vors Tor. Und hier mit Handspiel. Die Entscheidung möchte ich als Schiedsrichter aber nicht treffen. Ball landet dann beim Spieler mit der Nummer 11. Und der Abstauber am zweiten Pfosten mit dem Ausgleich. Und es sollte vor der Pause noch schlimmer kommen für die Sportfreunde. Hier wieder schöner Steckpass und Schippi im Zweikampf. Aus spitzem Winkel zieht der Angreifer ab und da sieht Marlon nicht gut aus. Die Führung kurz vor der Halbzeit, die erste für den Tabellenzweiten. So müssen die Sportfreunde mit dem knappen Rückstand die Seiten wechseln. Aber die Sportfreunde im zweiten Abschnitt auch wieder hellwach. Jetzt zunächst mal eine nicht schöne, aber doch zeigenswerte Situation.
Unser treuer Fan bekommt hier den Ball aus kurzer Distanz gegen den Kopf. Wir lassen die Szene hier mit drin, weil ich es einfach toll finde, wie schnell die Dahlheimer Spieler und auch unsere Spieler da waren, um ihn zu stützen. Die medizinische Abteilung der Dahlheimer sofort mit erster Hilfe. Und es geht ihm Gott sei Dank auch wieder gut. Vielen Dank für die Hilfe hier. Wir sind jetzt in der 53. Spielminute. Ball kommt hier von Micha nochmal eigentlich vors Tor, aber er landet im Fuß des Angreifers und der Konter läuft. Und der Spieler mit der Nummer 15 lässt Marlon hier keine Abwehrchance. Und die zweifache Führung jetzt für die SG. Eigentlich etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt. Aber die Sportfreunde lassen sich davon nicht verunsichern. Jetzt mit sehr vielen guten Möglichkeiten hier Dennis mit der Kopfballverlängerung. Abseitsposition von Björn, vom Schiedsrichter in der Geschwindigkeit des Spiels nicht zu erkennen. Und ein toller Lupfer, toll gemacht von Björn, der Anschlusstreffer zum 3:4. Und die Sportfreunde drücken jetzt auf den Ausgleich. Dennis versucht hier Micha in Szene zu setzen. Im 1 gegen 4, er kommt tatsächlich an den Ball, geht alleine Richtung Keeper, aber stark bedrängt kann er den Ball nicht im Tor unterbringen. Nächste Möglichkeit, wieder für die Heimelf. Langer Abschlag von Marlon, Ball landet dann bei Egor. Der setzt sich im Zweikampf durch, spielt auf Björn und der tankt sich hier durch den Strafraum. Plötzlich dann frei aus spitzem Winkel da und er zieht ab. Da hätte er vielleicht besser auf Dennis im Rückraum spielen sollen. Aber trotzdem, tolle Partie von Björn, der sich seine Auswechslung hier verdient hat. 74. Spielminute, ein weiterer Freistoß von Cosmin. Und Kai springt hinein, aber er ist dann doch ein Kopf zu klein. Marlon leitet jetzt den nächsten Angriff ein. Micha leicht am Ball zu Mario, Mario per Hacke auf Micha, der spielt auf Marcel und der nimmt den Ball per Direktabnahme, wäre aber auch im Abseits gewesen. Die Dahlheimer jetzt in der Schlussphase stärker. Hier ein krachender Distanzschuss, aber Marlon kann den Ball zur Seite klären. Abschlag jetzt hier von Marlon. Ball wird erstmal geklärt und dann kommt der Ball in die Tiefe. Und die Sportfreunde versuchen, den Angreifer noch zu hindern an der Flanke. Ball kommt aber vors Tor. Aber zu guter Letzt ist Nico da und kann vor seinem Keeper retten. Jetzt auch Nico mit der Auswechslung. Für ihn kommt Olli aufs Feld. Die Sportfreunde jetzt nochmal im Vorwärtsgang. Wieder eine weitere Hereingabe von Cosmin. Dennis kommt nicht an den Ball und Marcel zieht direkt ab, aber der Ball leicht neben das Tor. Nächste Möglichkeit, wieder für die Sportfreunde. Kai hier im Strafraum, wird hier im Gesicht getroffen, aber der Schiedsrichter entscheidet, es soll weitergehen. Abschluss von Micha dann im Endeffekt geklärt mit dem Kopf. Die darauf folgende Ecke wird wieder zum Boomerang für die Sportfreunde. Ball wird geklärt und der Angreifer ist allein auf dem Weg Richtung Marlon. Und er lässt auch hier keine Abwehrchance. Ins lange Eck schlägt der Ball ein. Zur Vorentscheidung das 5:3 für die SG Rheinhöhen-Dahlheim. Nun wird das Ergebnis in der Nachspielzeit dann doch etwas zu hoch. Die Dahlheimer hier über die linke Angriffsseite setzen sich hier schön durch, spielen dann den Ball in die Mitte und der Angreifer spitzelt den Ball an Marlon vorbei zum Endstand 3:6. Ein im Endeffekt zu deutlicher Sieg. Die Sportfreunde waren richtig gut in der Partie und hätten auch hier etwas mitnehmen können. Die Partie wird aber dann kurze Zeit später abgepfiffen und die Sportfreunde müssen mit leeren Händen den Platz verlassen. Aber die nächste Möglichkeit ergibt sich schon am nächsten Sonntag. Dann kommt es zum Lokalderby bei der SG Nivern. Am 28.04. wird die Partie um 14.30 Uhr in Nivern angepfiffen und über zahlreiche Unterstützung würde sich das Team wie immer sehr freuen.
Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit den abschließenden Interviews. Macht's gut! Ja, Mali, hi. 6-3 Niederlage gegen Dahlheim. Erzähl mal, wie hast du das Spiel gesehen? Ich finde, wir haben es echt stellenweise nicht schlecht gemacht. Wir haben gut reingefunden eigentlich. Gehen sogar in Führung. Tor war ein bisschen glücklich, aber dann hast du ein bisschen das Momentum auf unserer Seite. Gehen nochmal in Führung, kriegen dann einen Ausgleich und gehen aber mit einem Rückstand in die Pause, den ich einfach halten muss. Ein Stück weit schwer dann in der zweiten Halbzeit, kommen trotzdem wieder, sind dran und kriegen dann am Ende halt an einem Strich steht eine 6-3 Niederlage, 6 Toren. Lassen wir uns nicht von beeindrucken, machen nächste Woche gegen Liefern weiter und dann wird das schon. Alles klar, danke dir. Ja, hi Jens, 6-3 Niederlage, klingt erstmal sehr deutlich. An dich die Frage, war es denn auch so deutlich? Wie hast du das Spiel gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, zum Schluss ist dann die Niederlage noch ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Weil wir machen das wieder über weite Strecken. Ich wiederhole mich da irgendwie Woche für Woche, machen wir das wieder richtig gut. Und gehen ja auch in Führung, zweimal sogar. Aber wir verteidigen die Führung halt einfach dann nicht lang genug und nicht gut genug. Und kassieren dann im Endeffekt einfach leider viel zu leichte Tore. Und das bricht uns dann am Ende des Tages das Genick. Aber ich muss ja auch festhalten, wir spielen gegen den Tabellenzweiten, die dieses Jahr alles gewonnen haben. Also das war ja jetzt keine dahergelaufene, zusammengewürfelte Mannschaft. Sondern Dahlheim war über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Und dafür, wie gesagt, haben wir es richtig gut gemacht. Und ein bisschen Glück hätten wir vielleicht was mitnehmen können. Aber da hat dann im Endeffekt dann ein kleines bisschen Cleverness vielleicht gefehlt. Alles klar, danke dir und viel Erfolg für nächste Woche. Danke.